Ja, schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Fischtown Pinguins gegen die Eispiraten Grimmitschau in der DL2. Endstand 4:3. Ich begrüße alle anwesenden Medienvertreter sowie die beiden Trainer Mike Stewart, Fischtown Pinguins, und Fabian Dahlem von den Eispiraten Grimmitschau. Herr Dahlem, Ihnen als Gästecoach gebührt das erste Wort. Ja, guten Abend allerseits. Erstmal Gratulation an Mike und seine Mannschaft. Es ist natürlich schade, dass wir hier heute keine Punkte mitnehmen konnten. Ich denke, dass wir hier nach einer recht beschwerlichen Anreise sehr, sehr ordentlich ins Spiel gekommen sind. Es gab zwei, drei Situationen im ersten Drittel, wo wir ein bisschen unsere Probleme hatten in der neutralen Zone. Das konnten wir dann im weiteren Verlauf des ersten Drittels zumindest besser in den Griff kriegen. Im zweiten Drittel, wo wir uns dann explizit eigentlich auf diese Situation eingestellt haben, waren wir meines Erachtens dann kurzzeitig mal ein bisschen zu passiv, wenngleich man natürlich damit rechnen musste, dass Bremerhaven vermutlich nach einer Ansage von Mike in der Kabine härter rauskommen wird und alles versuchen wird, um besser aufzutreten. Es war dann ein bisschen schade, dass wir das 2:2 nicht in die zweite Drittelpause retten konnten. Die Strafzeiten gegen uns, die wurden dann einfach zu viel und der Druck dementsprechend auch zu hoch. Und somit war es dann ein 3:2 nach dem zweiten Drittel für Bremerhaven. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich glaube, bei zwei Toren individuelle Fehler ausgemacht zu haben. Das muss ich mir allerdings noch näher anschauen auf dem Video. Das ist genau das, was wir uns nicht leisten können mit unserer Mannschaft. Unsere Mannschaft muss von hinten bis vorne durchgängig, und zwar jeder Mann auf seinem persönlich höchsten Level spielen, damit wir Siegchancen haben wollen, egal gegen jede Mannschaft. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das auch, Punkte zu holen. Heute waren wir leider aufgrund einiger Unzulänglichkeiten ein bisschen zu weit davon entfernt, um am Ende nach großem Kampf und doch auch nochmal großem Widerstand und doch nochmal einigen Unterzahlsituationen im letzten Drittel, die wir größtenteils bis auf das eine Mal ganz gut überstanden hatten, nochmal ranzukommen. Und wie gesagt, es ist am Ende schade. Ich denke, es wäre trotzdem vielleicht nicht ganz unverdient gewesen, hier mit einem Punkt nach Hause zu fahren und weiter Selbstvertrauen zu tanken. Nichtsdestotrotz war es ein einigermaßen ordentlicher Auftakt nach der Länderspielpause. Und jetzt muss jeder wissen für Sonntag, dass er wirklich bis an seine Grenzen und darüber hinaus gehen muss, um gegen Rosenheim eine Chance zu haben, um zu punkten. Ja, das war es eigentlich so. Ich wünsche unserem Gegner, Mike, insbesondere viel Glück jetzt für die nächsten Spiele. Und wir sehen uns noch zweimal und ich hoffe, dass wir es beim nächsten Mal dann schaffen, den Bremerhaven in den Zahn zu ziehen. Dankeschön. Fragen? Mike, dann kommen wir zu dir. Nach einer gefühlten Ewigkeit heute mal wieder mit 4 Reihen gespielt. Trotzdem war es ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, das stimmt. Zuerst guten Abend an alle. Wie Felix schon gesagt hat, wir. Felix ist da. Achso, der ist der Felix. Achso, der ist der Felix. Mag nichts. Mag nichts. Aber mit so vielen neuen, ich glaube, 8 Spieler sind zurück in Kader gestiegen heute. Und im ersten Drittel, ich war mehr oder weniger zufrieden. Ein Bad Bounce beim ersten Gegentor und beim zweiten ein Turnover, das nicht nötig war, aber. Wir müssen damit leben, und aber nach den ersten 20 Minuten, ich bin reingekommen und gesagt, wir dürfen die Nerven nicht verlieren. Die Jungs sind stabil geblieben und konzentriert und fokussiert und wieder rausgekommen im zweiten Drittel und 3 Tore. Ich meine, es war genau, was wir gebraucht haben. Und ein bisschen mehr Rhythmus im Spiel gekommen und mehr Spiellauf, mehr 4 Reihen zu spielen, es war etwas Neues für uns, für meine Jungs. Und es ist immer besser gegangen. Es ist nicht, dass Grimmitschau nicht ungefährlich waren. Die sind so vor allem im zweiten Drittel, glaube ich, eine 3-gegen-1 Situation. Und Gott sei Dank ist nicht ausgenutzt worden. Aber im Großen und Ganzen, wir waren gut im Spiel.
im letzten Drittel, beide Mannschaften haben gute Chancen gehabt. Unser Powerplay endlich noch, obwohl der Powerplay effektiv genug war in der letzten Zeit, wir haben ein paar wichtige Tore geschossen. Und das war heute für mich der Schlüsselpunkt, dass endlich wir haben ein bisschen Capital rausgekriegt von unserem Powerplay. Im Großen und Ganzen, ich meine, für uns, das war die drei Punkte sind brutal wichtig. Krimitschau ist rausgekommen und war spritzig und energetisch und man hat gesehen, dass das Selbstvertrauen war nicht geschadet, wie man würde denken, aber man sieht, das war mein Message für die Jungs vor dem Spiel, dass Krimitschau hat die letzten zwei Partien gewonnen und die sind auf einem guten Weg und deswegen, es war heute ein hartes Stück Arbeit, aber wie gesagt, am Ende des Tages, wir sind sehr, sehr froh, dass wir die drei Punkte gesammelt haben. Mike, wir wollen natürlich nochmal ein Wort hören zum Neuzugang Martin Walter. Wie hat er dir gefallen heute? Man hat gesehen, dass er braucht ein bisschen Spielpraxis noch. Trotzdem, ich meine, im ersten Drittel dieses Turnover kann passieren. Aber man hat gesehen, dass er ruhig geblieben ist, vor allem im Penalty-Killing, sehr, sehr stark. Hat ein paar gute Aktionen mit der Scheibe gemacht, mit dem ersten Pass. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Arbeit heute. Der ganze Verteidigung, ganz ehrlich, hat sehr brav gespielt heute. Und das ist etwas unser Message. Es ist bei uns, obwohl wir sind offensiv stark genug, wir wollen, dass Defense ist Nummer eins bei uns. Und das spricht für die ganze Mannschaft, nicht nur die Verteidigung. Und das war vor allem in der D-Zone Coverage, in unserem Drittel, sind wir gut gestanden heute. Und das ist etwas, das wir müssen immer konzentrieren und in der Zukunft so immer spielen. Er braucht noch Spielpraxis, das dürfte wohl auch auf Björn Bombes ebenso passen. Wie hat er dir gefallen nach dieser langen Verletzungspause? Sehr gut, er war sehr, sehr stark heute, vor allem stark auf der Scheibe. Und er ist läuferisch gut, man sieht, dass die ganze Reihe hat wieder die Chemie wiedergefunden. Und ich glaube, noch ein paar Spieler wird ihm gut tun. Und es ist eh klar, jeder braucht seine Spielpraxis und seinen Rhythmus wiederzufinden. Und so hoffentlich jetzt, wir werden gesund bleiben und wir können zusammen marschieren. Immer wieder gab es heute so ein bisschen Streitigkeiten beim Bulli, beim Anspiel. Ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, aber es fiel heute wieder mächtig auf. Es gab dann ja auch eine Strafe. Wer verhält sich da falsch? Der Linienrichter, die Spieler? Beide? Es ist eine Mischung von alle beide, glaube ich. Beides. Ich werde immer mehr und mehr frustriert, weil ich glaube, alle Mannschaften in unserer Liga sind so. Jeder will cheaten, will dann extra Vorteil finden. Und es ist bei uns vor allem, und jetzt sie schauen sehr genau auf was McPherson und Kosick machen und es macht mir ein bisschen crazy, aber damit müssen wir leben und es langsam besser machen, ganz ehrlich, weil das sind super Bullynehmer, aber es geht nicht, wenn sie jedes Mal rausgeschmissen werden. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann noch ein paar Zahlen und Fakten. Zunächst einmal 3.403 Zuschauer waren heute in der Eisarena Bremerhaven. Dann wünschen wir an dieser Stelle auch nochmal unserem Spieler Steve Slayton alles Gute zur Geburt seines Sohnes Dexter Timo und wünschen dann an dieser Stelle natürlich unseren Gästen aus Krimitschau erstmal eine gute Heimfahrt. Viel Glück und Erfolg für die nächsten Spiele, insbesondere jetzt Sonntag gegen Rosenheim. Apropos Rosenheim, das ist dann auch der nächste Gegner in der Eisarena Bremerhaven. Am 29.11. sind die Star Bulls hier zu Gast, 20 Uhr ist Bulli und Ihnen allen noch einen schönen Abend und ein angenehmes Restwochenende. Tschüss.